jetzt habe ich euch wieder eine kleine Dribbling-Übung mitgebracht. Wir machen heute das V-Dribbling. Wir stellen uns ein bisschen breitbeiniger hin, wie immer, in unsere Basketballposition. Ein bisschen runter in die Knie, Rücken gerade. Und wir machen jetzt V-Dribbling. Das heißt, wir dribbeln hin und her mit einer Hand, sodass das aussieht wie ein V. Wir machen davon jetzt 10 Stück. Wie immer könnt ihr auch hier, wenn das zu einfach für euch ist, tiefer gehen. Und wenn es zu schwierig ist, könnt ihr auch erstmal ganz hoch machen. Das ist dann etwas einfacher. Wir gehen jetzt zur anderen Hand rüber. Da machen wir auch nochmal 10 Stück. Okay, jetzt kombinieren wir die V-Dribblings. Nochmal mit einem Handwechsel. Das heißt, wieder breitbeinig hinstellen. Jetzt machen wir immer ein V-Dribbling und ein Handwechsel. Davor machen wir auch 10 Stück. Einer ist immer hin und zurück. Das wäre jetzt 1. Davon 10 Stück. Ah, seht, das ist schon ganz schön schwierig. Vergessen. Okay, das ist eine ganz schön fortgeschrittene Übung. Immer weiter probieren, gerade das mit den Handwechseln am Ende ist ganz schön schwierig. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.